Bedeutet also, das Ganze ist einmal ein Querschnitt von Nord nach Süd und Ost bis West, um eben das abzubilden, was mainstreammäßig vorhanden ist. Sie dürfen bitte Folgendes noch auf der Liste haben. Ganz unten gibt es eine Wand, die heißt Bestandswand, keine Kalkulation, keine 3D-Darstellung. Die hat eine Stärke von 0,5, ist auch in der Klassifizierung auf Bestand eingestellt. Und dies ist eine Variante in VI, die dafür da ist, den sonst immer, beziehungsweise auch in dem Falle vorhandenen geschlossenen Hauskörper, zum Beispiel eben, wenn ich ein Bestandsgebäude habe, an der einen Wandseite, wo ich zum Beispiel, ich mache mal kurz einen neuen Plan an der Stelle, wo ich eben gegen einen Bestand bauen würde, wandtechnisch so einzustellen. Ich mache das einfach hier mal, dass ich sage, okay, ich habe eine Bestandswand, ne, keine Kalkulation, keine Darstellung und hätte damit entsprechend eine Variante, die ich dafür hernehmen könnte, wenn ich eben einen in dem Falle ersichtlichen, ganz, ganz, ganz klassischen Anbau hätte. Und damit, wenn wir jetzt hier einmal kurz in die 3D gehen, eben diese Seite des Hauses, die jetzt eben diese Bestandswand hat, keine Darstellung, keine Kalkulation, einfach in der 3D nicht sehen und auch die Kalkulation würde eben sagen, okay, diese Wand ignoriere ich, diese rechne ich nicht. Bitte Achtung, gerade langjährige VI-Anwender, es kann durchaus sein, dass solche Funktionalitäten, die eben jetzt durch diese neue Version 23 nach außen geführt werden, bei Ihnen vielleicht auch im Unternehmen gar nicht bekannt sind. Das heißt, haben Sie auf der Liste diese Informationen eventuell entsprechend auch Ihren Kollegen zugänglich zu machen, die vielleicht sich das Video nicht anschauen. Bedeutet also, das wäre erstmal der Inhalt jetzt neues Branchenmodell mit den Außenwänden, all das, was hier hinterlegt ist und vieles mehr kennt die Kalkulation. Das Ganze ist die Ausgangsbasis. Aus oder mit der Sie die Anpassungen für Ihr Unternehmen vornehmen können. Bedeutet also, wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass Sie eben eine Außenwand mit 16er Dämmung, 33,5 in der Gesamtstärke nicht bauen würden, sondern es bei Ihnen zum Beispiel eben so wäre, dass dies bei Ihnen eine 15er Hintermauerung wäre mit einer 16er Dämmung, dann könnten Sie Variante 1 sich den nahegelegensten Eintrag hier nehmen und diesen ändern, wenn Sie den nicht brauchen. Oder wenn Sie sagen, den brauche ich vielleicht doch, könnten Sie einfach den bestehenden entsprechend kopieren. Wir machen einmal eins, wir sagen, wir machen einfach mal von dieser Variante eine Kopie. Das heißt also, ich füge einfach eine Kopie hinten dran, die ist auch immer dann am Ende der Liste. Sie sehen, das Ganze ist schon mal grün hinterlegt, weil eben ersichtlich, ne, wir haben etwas verändert, was noch nicht gespeichert ist. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehen würde, würde das Ganze gespeichert werden. Jetzt kann ich hier in die Mitte gehen mit einem Doppelklick und kann einfach sagen, okay, ich nehme die Kopie hinten weg. Ich sage, bei mir wäre halt die 17,5er keine 17,5er, sondern eine 15er. Das heißt also, wir hätten 2,5 Zentimeter weniger Wandstärke. Das würde ich auch in dem Text hier vorne entsprechend anpassen. Würde dann meine Wandstärke an der Stelle eben auf die 31 einstellen. Die 16er Dicke für die Dämmung würde gleich bleiben, würde hier unten entsprechend das Ganze auf eine 15er Hintermauerung stellen und hätte damit jetzt beispielhaft diese Wand entsprechend angepasst. Und ich könnte jetzt eins tun, das ist etwas, was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen würde. Ich würde sie halt einfach mit Drag and Drop an die Stelle der Liste tun, an der sie von der Wandstärkensortierung her reingehört. Sie sehen, das Ganze ist sehr, 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 sehr simpel. Das geht sehr, sehr, sehr schnell. Und deswegen, wie gesagt, unsere Empfehlung, neue Planungsdatenbank und die Änderungen, die bei Ihnen dort nötig sind, entsprechend einfach hier mit reinnehmen. Gleiches gilt für die Wandscheiben, das heißt also für die freien Außenwände außerhalb des geschlossenen Hauspolygons, sehr, sehr häufig eben für Garagen, für Anbauten, für kleinere Nebengebäude als Stütz- oder Blendwände im Außenbereich. Auch hier haben wir eben das
Standardsortiment abgeglichen mit der Kalkulation und hier eben wieder von Nord bis Süd und Ost bis West einfach einmal durchgehen, entsprechend anpassen. Und dann hätten Sie auch hier diese Voraussetzungen entsprechend so angepasst, dass es für die Wände und bei den Innenwänden ist es logischerweise identisch, entsprechend passt. Wichtig ist eins, wir haben bei den Außenwänden schon gesehen, dass wir die Wände zu unterschiedlichen Darstellungsvarianten zugeordnet haben. Das gilt auch für die Innenwände. Hier bei der Innenwand vielleicht noch der zusätzliche Hinweis, dass es natürlich auch Vorwandinstallationen gibt, die von Anfang an eine entsprechende Höhe haben, die nicht der Geschosshöhe entspricht. Und eben auch hier wiederum die Zuordnung zu einem Darstellungstyp. Jetzt ist die Frage, warum betone ich das mit dem Darstellungstyp so deutlich? Ich gehe hier mal mit Abbrechen raus, gehe einmal in die Grundeinstellung auf die Ansichtsoptionen. Und wir haben in den Ansichtsoptionen eines der Register, die heißt, das heißt Darstellung der Wände. Bitte Achtung, jetzt ist es so, dass es sich unterscheiden kann bei Ihnen, wenn Sie die Version 23 als Neuinstallation gemacht haben, dann haben Sie jetzt auch unsere Grundeinstellungen mit. Das heißt also, diese Ansichtsoptionen sind nicht Bestandteil der Planungsdatenbank, sondern das ist Ihre Systemsteuerung, die Sie vorgenommen haben. Wenn es so wäre, dass Sie nicht neu installiert haben, sondern sich Anführungszeichen nur die Planungsdatenbank massiv eingespielt haben, dann wäre es so, dass das, was Sie hier, lassen Sie es uns konkret machen, an eingestellten Wandfarben, Schraffuren, Anschlagsdarstellungen etc. etc. haben, dass das nicht unserem Auslieferungsstand Neuinstallation VI BIM Solution Version 23 massivbar entsprechen würde, sondern dem, wie Sie bisher Ihr VI schon eingestellt haben.